So Leute, wir sind jetzt am Start. Shisha-Messe wollte ich gerade sagen. Intertabak. In Dortmund. Ist in der Halle 8. Halle 7 und die restlichen Hallen ist dann Zigaretten, normaler Pfeifentabak und alles sowas. Und wo fangen wir denn überhaupt an? Ich würde sagen, wir gehen einfach hier mal gleich vorne hin. Das ist dann hier, was ist das für Schönes? Mit Juice und so. Zeige ich euch mal kurz. Hat der Yannick schon vorgestellt. Letztes Jahr, glaube ich. Und hier dann die Medius-Zweifen, die kennt, denke ich mal, der eine oder andere. Ist soweit alles belegt, können wir leider nicht rauchen. Dann ist hier THS ganz kurz mal vertreten. Sind hier noch so ein paar No-Name-Stände, sag ich mal. Also das, was wir kennen, die meisten so, ist vertreten, sag ich mal. Hier Amy ist auf jeden Fall mega krass vertreten. Dann hier Adaya kommt gleich noch, ist zwar nicht so groß der Stand. THS, dann was haben wir noch? Nagilem ist auch noch krass vertreten. Hier haben wir dann noch, was ist das? Al Rayan? Sagt mir jetzt nichts. Dann haben wir hier drüben noch Adaya. Das muss ich euch auch mal zeigen. Ein Riesenposter. Das sind die ganzen Adaya-Sorten. 81 an der Zahl. Richtig heftig. Also 81 ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Ja, was ist das hier? Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Keine Ahnung. Sieht relativ No-Name aus, das Ganze. So, was haben wir hier? Hier haben wir dann Sama Infinity und so drüben. Ein paar Pfeifchen, dann haben wir hier was? Max Way. Das denke ich mal auch so No-Name Elektrozeug und ein paar Shishas, ist jetzt nicht so ganz so groß. Ja, im Endeffekt ist alles Nachbau von Starbucks. Irgendwann mal. Irgendwelche E-Köpfe. Hier drüben ist Shisha King, das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Shisha King kann ich ja nochmal euch ganz kurz zeigen. Ja, auch wäre so ein geiles Poster. Ich will unbedingt so ein, was heißt Poster, so ein riesen Aufsteller. Will ich unbedingt haben, finde ich richtig geil. Ansonsten, was haben wir hier Schönes? Dann haben wir hier auch Liquid-Zeug. Ach hier, Bang Bang, da wollten wir noch mal kurz hindern, ne? Dann haben wir hier Starbucks. Auch relativ groß vertreten. Hier das ganze E-Hose-Gedümpel. Ja. Aber noch ein cooles Plakat habe ich noch gekriegt. Dann hier Coco-Bass-Kohle. Kennen ja auch die meisten. Dann glaube ich, hier kommen wir jetzt zu den Starbucks-Shishas. Und hier kommen wir dann zu, was haben wir hier alles, Amazing, For Shisha. AT80. Dann hier, Freunde, ist ein neuer Tabakhersteller. Amsterdam Clouds, da habe ich ein paar Samples mitbekommen. Sollen wir mal schauen. Ihr könnt ja sehen, das sind dann so die ganzen Sorten, die kommen werden. Bin ich gespannt. 200 Gramm. So sieht ganz okay aus. So, dann hier drüben noch die MIG und alles sowas. Da stehen zwar jetzt gerade Leute. So, was gibt's hier Schönes? Golden Layalina. Große Stände alles. Al-Ajami. Auch Haufen Pfeifen stehen dann hier rum. Da
dann müsste jetzt hier vorne dann gleich Freestyle und so kommen. Shanti-Shop erstmal. Dann noch Freestyle, das zeige ich euch dann gleich noch. Da haben wir auch noch was bekommen. Da gab es wie viele neue? Sechs oder so? Sechs neue Sorten. Gucken wir auch gleich nochmal rein. Ansonsten hier Square. Auch ganz groß gemacht, ja. Richtig krass. Also auf jeden Fall anschaulich das Ganze. Die ganzen Liquids und alles sowas. Ja. Videobomb! Scheiße, jetzt muss ich jetzt. Ja, Leute, wir müssen jetzt leider das Video abbrechen. Wo haben wir euch hier? Oh Gott. Ich hoffe, die Qualität ist noch ganz okay, nachdem der gute Herr Christian da war. Was gibt's hier Schönes? So, dann zeige ich euch. Oh, hier riecht es übel nach Zigarre. So, hier sind dann Freestyle Tobacco. Ab hier unten sind da die neuen Sorten. Die kommen Mitte Oktober etwa. Geruchlich waren die alle nicht schlecht, kann man sagen. Ja. Sonst Nubia auch noch am Start. Hey Kai, du bist auch hier. Hey, das ist richtig Kammer, dreckig, Mann. Richtig dreckig. Er hat auch sein Packer hier. Wo sind die Tüten eigentlich? Hab eben jetzt mal eine Pause gegönnt. Der Arme muss ich auch mal. So, dann gehen wir mal zum Amy-Stand am besten. So, Amy hat auch wieder ordentlich hier losgelegt. Ach, guck mal hier. Bonus drehen. Ja, wollen wir später? Wäre so Show, ja? Ja, klar. Bisschen pervers. Bis nachher. Bis dann. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier vorne rein bei Amy. Mega Riesenstand. Ich muss euch mal zeigen hier vorne die Energy Drinks. Ja. Amy bringt demnächst Energy Drinks raus, weiß der ein oder andere vielleicht. Mega. So. Ein bisschen Amy Gold hier. Dann die Amy, Gott, wie heißt die? Amy UFO oder so? Ja, ich glaube schon. Und dann sind hier die riesen Energy Drinks aufgebaut. Hier die Samples. Da habe ich auch noch eins mitbekommen. Was ist denn noch schön? Das kleine Amy Gold. Die werden dann wahrscheinlich irgendwann bald auf den Markt kommen. Ach, 50 Gramm, wa? Ja, 50 Gramm, 6,50 Euro. Das ist cool, wenn man auch nicht. Gleich noch ein Review hier draus gemacht. Ansonsten hier stehen auch die ganzen Dosen. Das sieht auf jeden Fall krass aus. Gehen wir noch mal hier kurz rein. Und ich habe vorhin schon was kosten können. Und zwar war das der Aiwacher Doppelapfel als so eine kleine Probe. Wahnsinn, echt heftig. Also es hat echt nach Doppelapfel geschmeckt, Freunde. Ja, hier haben wir dann noch ein paar Pfeifen. 6,40. Dann hier, das sind jetzt die neuen Amys. Die kommen, denke ich mal, auch bald auf den Markt oder sind schon auf dem Markt. Haben wir dann noch hier die Brussels noch am Start, die Absolut ist mit am Start. Das ist aber die kleine. Ach hier, siehst du, ich kann gar nicht sehen. Kleine Absolut. Sieht auch cool aus. Und dann alle möglichen Amy-Pfeifen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Also Amy auch einer mit der größten Stände, glaube ich. Dann hier drüben. Auch neu. Wie heißt die? Ich weiß gar nicht, was hier drauf steht. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Auf jeden Fall denke ich mal, unser Ersatz ist für die 440er. So ein bisschen Convex-Style, ne? Hier unten sind auch neue, kenne ich auch noch nicht. Schon wieder. Also ganz viel Neues gibt es auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch die neuen Amy-Pfeifen. Sieht auch sehr geil aus. In allen möglichen Farben, Designs.
absolut. Der Energy Drink ist jetzt schon auf dem Markt, Freunde. Ich muss sagen, echt lecker. Und der Maurice ist hier irgendwo am Rumschnorren. Der greift sich hier die Shots ab. Ja, der Schnorrer, was ist denn mit dir? Ist auch was für mich? Ja, ich finde jetzt eine Dose. Ja. Eine Dose, ich eine Dose. Für mich die Dosen raus. Schön. Hier, Zitronenminze. Zitronenminze, ja. Freunde, hier ist ein kleines Sample. Warte mal, ich stelle euch mal ganz kurz hier ab. Machen wir mal gleich den Live-Test. Zitronenminze von Alvaha. Echt lustig. Das kriegt auch nur einer so hin, ne? Und aber jetzt eine Zitrone, Minze, Tabak und dann... Hammer. Richtig krass. So Leute, wir haben uns jetzt ein bisschen eingedeckt. Wir werden euch dann zu Hause bei Maurice zeigen, was wir alles Schönes haben. Hier haben wir, ja, hier hinter uns nochmal der riesige Amy-Stand. Geht bis dahinter. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Hier haben wir dann Tom und Co. Dann auch die neuen. Das sind die blauen, ich weiß gar nicht, ob ihr die schon kennt. Das sind die halben Prikos quasi für den Hotshot-RT, fürs Ami-Setup. Gibt schon wieder Kohle. Ach so, ich dachte, ich krieg die. Alles Mögliche dann hier noch. Komm. Rot, rot bis blau, Freunde. Und ja, können wir hier irgendwie vielleicht ein kleines Gröbchen mitnehmen für YouTube? Sicherlich, ja. Wir sind gerade nämlich live drauf. Also super nett, die Leute hier. Wenn man fragt, kann man immer gerne was mitnehmen. Wir gehen auch gleich noch zum Asa-Stand rüber. Da werden wir auch noch kurz was abfüllen. Da haben wir noch ein bisschen Ultimate, haben wir auch noch mitgenommen. Und ansonsten, Aladdin ist dort drüben nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr seht, auf jeden Fall alles sehr viel. Alles komplett wollte ich euch jetzt nicht zeigen, Freunde. Das, was ich wollte, da waren wir. Wir werden noch mit dem Christian Shisha-Keller, den werden wir noch mal rausholen. Aus dem Sack. Und da werden wir noch ein bisschen was abfüllen. Und dann draußen zeigen wir euch, was wir alles Mögliche haben. Wollt ihr sehen, wie weit es geht? Also Leute, die Leute sind begeistert. Wir haben schon was eingesackt, oder? Ach, siehst du hier ein Tütchen. Das ist natürlich optimal, da kann ich mein ganzes Zeug reinmachen. Hier schon mal schon angefangen. Ich hab den Rest schon mal reingeschmissen. Zack. Weiter geht's zu Ultimate. Ja. Ich will euch noch mal ganz kurz zeigen. Da drüben ist dann Aladdin und alles sowas. Aladdin ist mit neuen Modellen. Können wir euch ja noch mal ganz kurz zeigen und dann gehen wir noch zur Asa Europe, aka Ultimate. Aladdin setzt leider immer noch auf die Standardanschlüsse, was ich ein bisschen komisch finde, aber gut, okay. Jetzt gehen wir ganz kurz noch ein paar Modelle. Schlecht sehen sie ja nicht aus, ne? Jetzt machen wir auf jeden Fall einen guten. Hier auch eine Riesenpfeife noch aufgestellt. Ansonsten sind hier die Aladdin Standardpfeife am Start. Tabak etc. Aber leider, wie gesagt, immer noch Standardanschlüsse von Aladdin. Mal gucken, ob wir hier vorne noch kurz rankommen. Es sind noch neue Modelle. Und ansonsten die Standardpfeifen. Und wir gehen jetzt rüber zur Asa GmbH zu Blumenhaus. So, jetzt gerade noch ein paar Kollegen getroffen, die mich erkannt haben, Freunde. Der Maurice hat mich erkannt? Nee. Waren einfach bloß ein paar Leute, die so. Ist das der Shisha schon mit dir? So, jetzt sind wir bei Asa. Ja. Da ist auch der Yannick am Start. Zu dem gehen wir gleich mal. Dann zeige ich euch noch kurz den Stand. Den werden wir gleich mal hinterherlaufen. Der läuft nämlich schon wieder weg, der Fuchs. Ja, kennst du auch, wie das ist. Ja. Super nicht. Alter, was ist das für eine Kamera? Und so ein Ding filmst du? Ja. Krass, hallo, servus. Hallo. Sieht abgefahren aus. Hast du das Ding schon mal gezeigt? Die Legria? Nie gesehen? Nee. So gut.
Haben alle YouTuber. Brauchst du auch. Okay, ja. 170 Grad Weitwinkel oder so. Hammer, Hammer steht drauf. Gerade Déjà-vu, der ist leider verschollen, aber ich wollte ihn eigentlich. Den habe ich schon hatte. Echt? Ja. Verzögerung? Oh, jetzt nochmal, also ich war schon dreimal draußen. Die haben doch bestimmt hier irgendwo noch. So Leute, ich zeige euch jetzt erstmal ein bisschen was. Durch hier. So, dann hier natürlich NPS, ja. Holzhaussäule. Kierholz. Die ist extrem krass. Swarovski-Stein oder so, ja. Komplett. Dann hier NPS Convex. Also ich nehme auf jeden Fall 3 Stück mit, Freunde. So, dann haben wir hier noch was. Was war das? Tobacco Bar. Tobacco Bana, ja. Auch neuer Tabak, aber bloß für 4 Shisha oder so? Ja, was ich da mitbekommen habe. Irgendwie so. 4 Shisha exklusiv. Ansonsten, neue Ultimate-Sorten gibt es auch. Und hier zum Beispiel. Fuzzy Pink, ja. Wie gesagt, ein paar neue Sorten habe ich da auch schon mitgekriegt aus der ersten Charge. Wann sollten die nochmal kommen? Demnächst, dieses Jahr. Also es dauert noch ein bisschen, aber einige Wochen auf jeden Fall sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Dann hier drüben gibt es auch noch ein paar Bowls. Dubai, London, Frankfurt, kennen ja die meisten, denke ich mal. Und dann haben wir hier drüben die neuen Ultimate-Sorten. Ansonsten werden wir gleich noch den Keller aufsuchen. So Leute, jetzt habe ich auch ein paar Promis am Start. Janik. Hallo. Der. Okay. Achso, Kai. Nee. Kai ist auch am Start. Sorry. Ja. Auch einer der größten Reviewer, den ich kenne. Hier ist, weiß ich nicht, Kappe oder so. Klick ist hier. Wir rauchen gerade Limette Minze. Habe ich auch ein paar Shots noch am Start. Wie magst du? Hier, guck mal, ich bin mit Schlauch nicht. Wird alles vorgestellt, Freunde? Wenn ihr alles vorgestellt wird, ich bin in der neuen Shisha-Mac, würde ich mal anmerken. Also, kaufen heißt umsonst. Er hat auch bezahlt, dass er reinkommt. Ich kann ja so hochgucken, wenn wir noch zum Achmann und so weiter. Nein, Mann. Macht auf jeden Fall sehr gut. Schmeckt auch lecker. Vorher hatten wir irgendwas Schokolade. Was war vorher drin? Jetzt? Nee, was war vorher? Vorher, das war Schokolade mit Minze und mit Apfel. Okay. Ja, und jetzt ist hier, wir sind ja die fruchtigen Typen. Fruchtige Typen? Ja. Okay, alles klar. Ja, auf den Doppelapfel bin ich gespannt. Achso, ich hab da Mund schon neu gesehen, ne? Gebe ich dir. Nee, ich mach dann hier so einen Klinker. Schwarzen Balken. Ich hoffe, sonst wird's teuer. So Leute, wir sind jetzt bei Maurice am Start. Wir sind zurück. Wir haben jetzt mal ein bisschen ausgepackt, was wir alles so abgreifen konnten. Fangen wir am besten mal hier unten an. Die neuen Amy, was heißt die neuen? Die Amy Gold als 50 Gramm. Haben wir hier ein paar weggeschnappt. Was gibt's denn hier? Purple. Black Adios, Two Forever, Cool Spearmint, Green Desert. Dann hier gibt's die Kohlen von Medite, ja, Unique Shisha. Dann haben wir ganz viel Al Jazeera, habe ich noch mitbekommen, Blue Mint, alles sowas. Dann noch ein bisschen Tom hier, das sind die neuen übrigens. Die sind gut für einen Hotshot RT, sind quasi Heimbrikos. Tom Gold, neue Ultimate-Sorten. Nochmal Kohlen von Aladdin, Koala, dann ein Sample von Amy Gold. Ist wirklich besser? Ach, geht so, ja. So, dann hier noch ein paar Aluchan Platin,
Freestyle, die neuen Freestyle-Sorten, hier auch noch mehr, neuen Ultimate. Nochmal Aluchan Platin dann von Meduse. Haben wir auch noch. Mint, Grape, Doppelapfel, Limette, alles mögliche. Dann gibt es hier noch ein bisschen Hookah Squeeze, das hat der Maurice sich noch gebunkert. Hier haben wir noch mehr von Amy Energy Drink. Al Rayan ist noch hier, so ein kleines Kartenspiel. Dann haben wir hier noch ein Sample, Alwacher Doppelapfel ist hier drin. Schmeckt echt geil. Achso, siehst du, hier haben wir auch noch. Das ist von Amsterdam Clouds. Da habe ich noch 4 Samples mitbekommen. Kommt auch demnächst auf den Markt. Und ja, ich würde sagen, ist auf jeden Fall eine gute Ausbeute gewesen. War mal geil, die Jungs zu treffen, ja, die alle da waren. Yannick Atomhamster, Kai. Yannick Atomhamster, war's auch geil. Christian, Shisha Keller, der Kai war am Start. Und noch ein paar andere haben wir auch noch gesehen, ja. Aber es hat gereicht, man ist auf jeden Fall gut durch. Und ja, ich denke mal, nächstes Jahr bin ich wieder am Start. Das nächste Mal dann auf der Shisha-Messe im März war das, glaube ich, ne? Im März bin ich dann auch wieder am Start. Auch wieder über 600 Kilometer. Den Weg nehme ich immer schön auf mich auf. Und ja, im März auf der Shisha-Messe, da kann euch was Schönes erwarten, Freunde. Da haben wir was mit Yannick und Christian. Vielleicht ein bisschen was in der Planung, ja. Ansonsten, gibt es noch von dir Abschlussfazit irgendwas? Es war sehr, 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 sehr gut, aber ich fand es schade, dass jetzt nicht die Hersteller nicht ganz so viel Zeit hatten für uns. Jetzt am Ende, wo wir noch bei Meduse ein bisschen chillen konnten, das war top, aber so fand ich das ein bisschen schade. Dass mit dem Herrn Davis haben wir noch ein bisschen gequatscht. Ja, das war noch ganz cool, ja. Da kommt auf jeden Fall auch noch frisches Zeug auf euch. Freut euch drauf, Freunde. Ich denke mal, das eine oder andere darf ich vielleicht auch noch testen. Ansonsten war es soweit, Freunde. Gebt ein Däumchen nach oben, falls euch das Video gefallen hat, ja. Abonniert auch die ganzen anderen Verrückten, die hier im Video waren. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Haut rein, euer Shisha-Schmidti und Maurice. Ciao. Ciao.